Hallo Leute und willkommen bei Endboss TV. Wie ihr wisst, ist seit Dienstagabend der Patch 2.0 für Destiny online. Und ich wollte euch mal kurz erklären, was sich alles so geändert hat. Fangen wir mal mit dem Menü an. Hier sehen wir, alles hat sich ein bisschen verändert, etwas ist frischer geworden. Die Symbole haben sich alle verändert. Ja, und das Wichtigste ist, wie man oben sieht, man muss jetzt wieder neu leveln. Das heißt, hat man bis DLC 2 bis Lichtlevel 34 gelevelt, ist man jetzt auch Level 34. Aber man muss im nächsten DLC halt bei Taken King, muss man halt wieder auf Level 40 leveln, komplett. Und das Lichtlevel ist jetzt kleiner drunter geschrieben. Das ist momentan 170, sage ich mal, da man jetzt Waffenangriffskraft 170 bekommen kann, wenn man die komplett gelevelt hatte, die Waffen. Egal ob legendär oder exotisch, wie man sieht, wenn man hier alle drin hat, inklusive Geist 170. Das ist auch momentan das Höchste. Bei den Rüstungen ist es genauso, da hat man einen Rüstungswert von 170. Kann man ja auch mal alles gucken. Das Einzige, was momentan bei mir 160 ist, ist halt das Zeichen der Bollwerke. Das ist das, was man momentan am höchsten bekommt. Von der Skillbaum-Quest halt, die man abschließen kann. Das, was man am Ende bekommt bei dieser Quest, zeige ich euch gleich nochmal, das ist das Zeichen des Verteidigers zum Beispiel und des Angreifers. Das sind die beiden halt, die beiden Schärfen, die man jetzt halt da bekommen kann. Leider, wie man sieht, erst ab Level 40 zu tragen. Da wird dann der Rüstungswert quasi auf 220 hochgetrieben. Was aber auch noch nicht das Maximum ist, wie man halt auch bei dem neuen YouTube-Video gesehen hat, von dem neuen DLC halt, der Strike, da ist das Höchste, was man haben kann, demnächst Lichtlevel 310. Das heißt, man muss Angriffskraft 310, inklusive Rüstung 310 und halt Klassengegenstand, Artefakt kommt demnächst auch noch dazu und Geist alles auf 310 haben, dann hat man ein Lichtlevel von 310. Wie man sieht, ist jetzt der Geist hier in den Vordergrund gerückt. Das heißt, er ist jetzt auch ein Klassengegenstand mit Disziplin zum Beispiel, mit einem Perk und halt auch mit einem Verteidigungswert, der auch dazu gerechnet wird. Kann man auch mal als Beispiel nehmen, wenn man jetzt hier einen anderen Geist reinmacht, sieht man sofort oben 154 Lichtlevel nur noch. Das ändert sich dann sofort, wenn man den anderen reinmacht, den, wie man sieht, sofort wieder 169. Was jetzt dazugekommen ist, ist zum Beispiel jetzt hier das Suchen. Das ist ein bisschen doof übersetzt, wie ich finde. Sind eigentlich jetzt quasi, ist das eine Questübersicht. Wie man sieht, habe ich hier schon mal ein bisschen vorgelevelt für nächste Woche, halt damit man den Skillbaum ein bisschen schneller leveln kann. Hier sind dann halt die Suchen drin, was ich erklärt hatte. Für jeden Skillbaum gibt es eine Suche. Da kann man halt so abschließen. Das sind acht verschiedene Aufgaben, die man pro Skillbaum abschließen muss. Dann hat man halt am Ende, wie ich gerade gezeigt hatte, diese Schärpen hier oder beim Warlock halt den Reif oder beim Jäger halt den Umhang, den bekommt man dann halt da. Ja, an der Übersicht hat sich nicht viel geändert. Es ist immer noch eigentlich genauso. So, was man auch noch hier sieht, die Karte hat sich verändert. Sie ist ein bisschen, sag ich mal, die Symbole sind alle etwas kleiner geworden, etwas zusammengerückt alles. Sonst ist alles gleich geblieben. Das Sonnensystem wird hier angezeigt, also man geht eigentlich davon aus, dass vielleicht demnächst auch noch ein anderes Sonnensystem dazukommt. Hier ist immer noch wöchentlicher Strike und Dämmerungsstrike. Wie man jetzt sieht, hat man nicht wie früher unter dem Namen die Grima-Punkte. Da werden sich einige, die speziell auf Grima-Punkte gespielt haben, ärgern, denn man sieht nicht auf Anhieb von anderen Leuten die Grima-Punkte, wo man halt auch gute und, sag ich mal, schlechte Spieler mit einstufen kann, ob man viel oder weniger Grima-Punkte hat. Man muss halt jetzt für sich selber sehen, um da auf das Hintergrundbild zu gehen, damit dann die Grima-Punkte angezeigt werden. Wie man zum Beispiel jetzt hier bei Freunden sieht, man sieht sie nicht sofort. Man muss halt immer überall drauf gehen. So, dann wollen wir mal zum Turm. Im Turm angekommen, werde ich euch als erstes mal den Tresor zeigen. Da hat sich einiges verändert, sieht auch ganz anders aus. So, wie ihr seht, früher waren es 36 Plätze im Tresor. Der ist jetzt ein bisschen übersichtlicher, sage ich mal. Die sind jetzt auf 72 erhöht worden. Das heißt, man hat jetzt noch richtig viel Platz im Tresor. Dadurch, dass man ab Taken King demnächst eh fast alle Waffen, die man hat, außer jetzt die exotischen Waffen, die man in Jahr 2 übernehmen kann, fast alles zerlegen kann, hat man eh
sehr viel Platz demnächst. Man kann hier noch rechts rüber gehen, hat man halt Rüstungsgegenstände. Oder halt allgemein sind halt die ganzen Bruchstücke und so weiter, was man so alles gesammelt hat, kann man ja auch noch deponieren. Ja, das war's eigentlich. Dann gehe ich mal hier raus. So. Ich fange mal ganz links an. Wir gehen mal jetzt links rüber. Wie ihr seht, Aerith ist nicht mehr da. Zeige ich euch auch gleich, wo sie jetzt hingekommen ist. So, Turm Nord. Neu ist jetzt, man hat nicht mehr gewisse Ansprechpartner für Embleme, Shader und so weiter. Man hat jetzt sogenannte Kiosk. Im Kiosk kann man zum Beispiel jetzt die ganzen Shader sehen. So, hier sieht man zum Beispiel jetzt schon die neuen Shader alle. Schön ist zu sehen, man kann auch sofort sehen, was man dafür machen kann. Dass man zum Beispiel jetzt hier, die kriegt man im Kriegskult und so weiter, Monarchie, Aktivitäten, ist alles schön aufgeteilt. Man kann sehen, wie man sie bekommen kann. Und man muss sie jetzt nicht mehr unbedingt im Menü tragen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel die Shader habe oder Hintergründe, man muss sie nicht mehr hier drin haben. Man kann die einfach quasi alle rauslöschen und wenn man einen haben möchte, einfach hier dran gehen und die man hat, einfach kurz einmal nehmen. Jetzt habe ich hier gerade leider keinen Platz. Sonst würden die ja noch aufleuchten, die man schon hat, und kann die einfach wieder nehmen. Das gleiche jetzt hier zum Beispiel bei Embleme. Man kann hier drauf gehen. Hier sind jetzt halt die ganzen Embleme, die man schon mal erreicht hat oder bekommen hat. Die werden dann hier angezeigt. Man kann sie einfach wieder aufnehmen. Und halt, man muss nicht mehr alles mitschleppen. Das ist ganz gut gemacht. Beim Sprecher ist auch ein bisschen was verändert worden. So. Hallo, Warlock. Der Dank Sprecher hat dir jetzt sind unsere zum Welten Beispiel auch sicherer. Geister. 180er Geist kann man zum Beispiel jetzt schon nicht mehr nehmen, da man Level 36 Voraussetzung hat. Momentan ist leider 34 das Maximum bis nächste Woche Dienstag. Ja, und damit kann man sich halt schon mal mit dem Lichtlevel etwas höher setzen, Gib da man jetzt niemals auf. bei wöchentlichen oder Dämmerungsstrikes ist empfohlenes Lichtlevel 160. Und wenn man den Geist nicht drin hat mit 160, 170, ist man definitiv unter 170 oder 160. Und das wäre dann nicht so gut, da man viel mehr Schaden erleidet bei den Gegnern. So, dann wollen wir mal in die Mitte gehen. Vorhut-Quests und schmelzige Quests sind immer noch da oben, wie vorher. So, die gute Aerith ist jetzt hier. Hat sich hier eingenistet Es ist quasi. gut, mit dir zu arbeiten, Hüter. Hat sich auch eigentlich nichts geändert. Und man sieht, Hüter ist tot. hier werden schon legendäre Marken angezeigt. Es gibt demnächst keine Vorhut-Marken und keine Schmelztiegel-Marken mehr. Ab nächste Woche sind sie dann quasi nutzlos. Man kann sie aber noch eintauschen, so ist es nicht. Und es wird alles nur noch in legendäre Marken gehandelt. Schweige weiter. Sind echt So, wenn nicht. man hier ist, Sieh sie hat dir sich an. auch einiges verändert. Wenn man hier vorsteht und sich direkt umdreht, hat man hier diesmal die beworbenen Blueprints. Exotische Rüstungsentwürfe sind das zum Beispiel. Alle, die man momentan schon im Inventar hat oder auch im Tresor, die sind hier angezeigt. Das ist zum Beispiel mein Helm des 14 Heiligen oder hier Schädelfeste. Das sind zum Beispiel Sachen, die kommen noch. Die müssen noch entdeckt werden quasi. Sind auch viele von Jahr 2 dabei, die man noch gar nicht entdecken kann. Ja, und was man auch sieht, wenn man hier drauf geht, sie haben einen 280er Verteidigungswert, was schon sehr gut ist. Wie gesagt, 310 ist das Maximum. Man kann ihn aber auch noch infundieren. Das heißt, man braucht Glimmer, Rüstungsmaterial, was auch neu ist. Früher war es halt für jede Klasse spezifisch. Das heißt, Plastschwallplatten, wie heißt das nochmal? Saphirdraht und so weiter. Das gibt es auch demnächst nicht mehr. Es gibt nur noch Rüstungsmaterial. Das heißt, man kann alle drei Klassen mit Rüstungsmaterial leveln, was ich auch sehr gut finde. Dann braucht man ein exotisches Bruchstück und wie wir sehen auch hier drei legendäre Marken. Dann müsste man Verteidigung 310 haben. So, das Ganze ist gegenüber noch mit Waffen. Hier hat man auch die Blueprints. Hier sieht man auch
diese Waffen werden als Yab 2 übernommen. Surus sieht sogar ein bisschen anders aus vom Design her. Sie ist jetzt grau-rot und nicht mehr weiß-rot. Das kann man auch, wie gesagt, infundieren. Das heißt, man kann sie auch wieder auf 310 maximal Angriffskraft setzen. So. Die sind halt alles Waffen, die man selbst schon hat und die man dann halt demnächst für 150 legendäre Marken, die man auch halt wieder farmen muss, kann man die dann halt kaufen, muss sie auch dann halt neu leveln. Maximal kann man nur 200 Marken tragen, legendäre Marken. Man kann sie jedoch ausgeben oder neu sammeln. Da gibt es diesmal kein wöchentliches Limit, so wie bei den Vorhutmarken, was ich ganz gut finde, sonst würde das nämlich ewig dauern. Ja, und wenn ihr zum ersten Mal in den Turm kommt, seit Patch 2.0, könnt ihr euren Commander hier anquatschen. Sei bereit für mehr. Und der hat dann hier unten drunter quasi sofort auf eine Suche für jeden Skillbaum. Das heißt, einmal als Verteidiger-Titan, kann man ja nochmal gucken, einmal für Verteidiger und einmal für Angreifer. Gibt es jeweils zwei verschiedene Suchen, wie ich euch erklärt habe. Und dann bekommt ihr halt diese Schärpe als Belohnung. Was auch noch neu ist, ist hier dieses... Das heißt, aufgegebene Suchen zugreifen. Was dann interessant ist, denke ich für nächste Woche, wenn viele noch nicht auf Level 34 gelevelt sind, ihr könnt alles nochmal annehmen. Das heißt, ihr könnt die ganz normale Geschichte von der Standard Destiny Version nochmal spielen mit Erfahrung und so weiter. Ihr könnt Haus der Wölfe, das erste DLC und so weiter, alles nochmal spielen. Wer von euch die Impulswaffe der Fremden nochmal haben möchte, denn die gibt es jetzt in Legendär, kann hier Frucht des Garten nochmal spielen. Einmal abschließen, dann habt ihr die legendäre Waffe auch nochmal dafür. Kannst du mir die Daten zu den neuen Ist ganz gut, wenn man mal was zurücklässt oder halt was vergessen hat, kann man es hier alles nochmal aufnehmen. So, das war's auch hier schon an Neuerungen. Dann gehen wir alle nochmal auf die andere Seite. Dies alles wurde vor langer Zeit in Gang gesetzt. Wo wir gerade hier lang gehen, können wir nochmal direkt hier zum Waffenmeister gehen. So, beim Waffenmeister ist jetzt neu. Fangen wir an. Der Waffenmeister hat jetzt Testwaffen. Das heißt, wie ihr seht, er hat jetzt auch ein Level. Man kann den leveln, den Waffenmeister. Noch passiert da nicht viel. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier schon Level 1. Ich kann auch die Waffen nicht mehr nehmen, weil ich sie alle schon gelevelt habe. Man hat jetzt zum Beispiel... eine Fusionsgewehr von Omolon. Was jetzt wichtig ist, ihr müsst darauf achten, zum Beispiel die Fusion ist für PvP. Das heißt, ihr müsst 10 Kills im PvP damit machen. Jeweils mal 10%, bis ihr die 100% erreicht habt. Hier ist zum Beispiel von Hecke ein Impulsgewehr. Das müsst ihr dann ganz normal Kills machen, Präzisionsschüsse im PvE. Hier ist ein Raketenwerfer zum Beispiel, da müsst ihr Majors töten mit. Hier ist zum Beispiel ein Sniper, da müsst ihr Doppelkills machen von Hecke. Und hier ist nochmal eine Omolon-Sniper, da müsst ihr im PvP-Kills mitmachen. Was ich sagen muss, alle Waffen haben eigentlich sehr gut gefallen, also sehen sehr gut aus. Omolon sind sehr speziell, sag ich mal, ist was Neues, was Frisches. Hecke spielt sich sehr gut auch, sehen auch wieder super aus, finde ich. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, ist halt die Fusion. Sie hat eine lange Anlaufzeit, also es dauert schon, bis man da mit klarkommt, sag ich mal, aber... Vom Spielen her sind sie alle sehr gut, die Waffen. Hüter. Dann gehen wir mal weiter. So. Zu Dienst. Hier hat sich eigentlich nichts verändert. Was noch neu ist, wenn ich mal auf das Menü gehe. Ihr könnt jetzt pro Charakter auswählen, zu welcher Fraktion ihr gehören wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel Tote Orbit gewählt. Ihr levelt jetzt nur noch diesen plus die Vorhut, aber ihr seht andere Fraktionen nicht mehr. Wie früher habt ihr alle drei Fraktionen gesehen, Vorhut, Neue Monarchie und Future War Cult. Ist jetzt aber nicht mehr hier drin. Ihr seht jetzt nur noch quasi eure Fraktion, die ihr leveln müsst, plus die Vorhut. Ihr könnt jetzt dafür, dass ihr schneller levelt, das mache ich nächste Woche zum Beispiel, könnt ihr Sachen spenden. Das heißt, ihr könnt Lichtpartikel spenden, um das Ruf zu bekommen.
oder halt Waffenteile, Rüstungsmaterial, Glasstahlplatten. Das wird man wohl machen können, weil man wird eh nichts mehr mit den Sachen anfangen können, da jetzt demnächst diese Rüstungsmaterialien noch zählen. Also Spezialmunisynthese und auch schwere Munitionssynthese. Wir sind in deinen Händen. So, bei den Schiffen hat sich auch, kommen auch diese Kioske dazu. Hat man jetzt hier quasi alle Sparrows, die man bekommen kann. Und hier hat man alle Schiffe, die man schon hat, beziehungsweise mit den Zeichen da dran, die demnächst noch kommen. Gibt es auch Fraktionsschiffe, das heißt, ihr müsst in einer gewissen Fraktion sein, zum Beispiel hier Kriegsgold. Gibt spezielle Schiffe halt. Muss jeder für sich wissen. Hier ist jetzt zum Beispiel vom König der Besessenen eine extra Sucheprämie. Was ich finde, sehen sehr gut aus, die Schiffe, die neuen. Ja. Was ich noch zu dem Waffenmeister sagen wollte, den wir gerade besucht hatten. Wenn ihr jetzt ein Level aufsteigt, was diese Woche leider noch nicht der Fall ist, ihr bekommt dann ein Paket von dem Waffenmeister, was ungefähr eine Woche dauert. Dieses Paket beinhaltet entweder eine legendäre neue Waffe oder eine exotische neue Waffe von Jahr 2. Ich denke, das wird auch sehr interessant sein. Was man dazu sagen noch muss, als kleiner Tipp, ihr könnt schneller leveln, wenn ihr den Dämmerungsstrike vorher macht. Das heißt, macht erst den Dämmerungsstrike und dann levelt erst die Waffen. Denn ich wäre zum Beispiel jetzt nicht auf Level 1, hätte ich den Dämmerungsstrike nicht vorher gemacht. Es gibt halt dann weniger Punkte dafür. Beschütze uns. Ja, und wie ihr seht, alles dreht sich nur noch um legendäre Marken. Alles kann man nur noch kaufen mit legendären Marken. Deswegen, man muss demnächst zusehen, dass man diese Marken farmt. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche kommt The Taken King am Dienstag und dann wollen wir schauen, was sich da alles verändert. Schönen Tag noch.